Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Mathematik und solche, die ihr es noch werden wollt. Heute beschäftigen wir uns wieder mit eurem Lieblingsthema Extremwertaufgaben. Und hier im Speziellen mit den Zeichnungen zu den Extremwertaufgaben. Wie ihr schon gemerkt habt, sind Zeichnungen bei Extremwertaufgaben sehr wichtig. Hier sollt ihr euch immer zuerst eine räumliche Zeichnung in einer Skizze machen und dann einen Schnitt. Und zwar merkt ihr euch hier, man macht einen Schnitt durch die Diagonale, wenn ein eckiger Körper, zum Beispiel ein quadratisches Prisma, in einen runden Körper, zum Beispiel in einen Kegel, einzuschreiben ist. Oder man kann einen Schnitt durch die Mitte machen, wenn ein runder Körper in einen eckigen einzuschreiben ist oder ein runder in einen runden, da ist es nämlich sowieso egal. Also zum Beispiel, wenn ein runder Körper eine Kugel in einen Quader einzuschreiben ist, dann machen wir einen Mittenschnitt. Ihr zeichnet immer die Teile heraus und beschriftet sie dann. Wenn wir jetzt einmal ein Beispiel machen, eine Halbkugel mit dem gegebenen Radius R ist ein Drehkegel mit größtem Volumen einzuschreiben, dessen Spitze im Kugelmittelpunkt liegt. Also wir brauchen jetzt einen Stift, um einmal eine Skizze zu machen. Wir haben eine Halbkugel und in diese Halbkugel wird ein Drehkegel mit größtem Volumen einzuschreiben, dessen Spitze im Kugelmittelpunkt. Hier ist der Kugelmittelpunkt und hier haben wir den Kegel. Ja, wir zeichnen das heraus. Also wir machen uns hier eine Skizze im R2. Zeichnen hier noch einmal den Radius ein. Dann haben wir hier den Kegel. Also wenn wir das jetzt beschriften, dann haben wir hier den Radius der Halbkugel und auch hier haben wir den Radius der Halbkugel. Hier haben wir den Radius, nehmen wir vielleicht eine andere Farbe. Hier haben wir den Radius des Drehkegels. Hier haben wir die Höhe des Drehkegels. Das Große ist auch der Radius der Halbkugel. Und wir haben hier einen rechten Winkel. Als erstes gehen wir wieder die Arbeitsschritte durch, die wir immer brauchen bei Extremwertaufgaben, nämlich erstens, wir machen eine Hauptbedingung. Und die Hauptbedingung suchen wir immer dort, wo es heißt am größten, am kleinsten, maximal, minimal. Wir suchen einen Drehkegel mit größtem Volumen. Das heißt, das Volumen, und zwar eines Drehkegels R² mal Pi mal H durch 3 soll möglichst groß werden, maximal. Das heißt, wir haben hier eine Funktion in R und H, die R² mal Pi mal H heißt. Wir haben zwei Variablen, das heißt, eine ist zu viel. Deshalb suchen wir nach einer Nebenbedingung und wie es in den Arbeitsschritten im Video davor geheißen hat, wer das noch nicht angeschaut hat, bitte schaut euch das an, die Arbeitsschritte zu Extremwertaufgaben, formuliere anhand von Strahlensatz, geeigneten Figuren und Formeln, pythagoreischem Leersatz oder Hilfswinkeln eine Nebenbedingung. In diesem Fall liegt uns hier der pythagoreische Leersatz vor, also Nebenbedingung mit pythagoreischem Leersatz. Und zwar, wir können sagen, R² ist R² plus H². Nicht vergessen, wenn dieses R groß geschrieben ist, dann müssen wir so tun, als wäre dieser Radius gegeben. Also wir können das jetzt umformen. Am praktischsten ist vielleicht, wenn wir
h auf die andere Seite geben. Hier ist es immer wichtig, dass man auch einmal auf die Funktion schaut. In unserer Funktion ist r quadratisch gegeben. Deswegen wäre es jetzt ungünstig, wenn wir h freistellen, dann müssten wir wieder die Wurzel ziehen. R ist quadratisch, also können wir einfach sagen, r Quadrat ist groß r Quadrat minus h Quadrat. Und wir setzen das ein. Drittens, Nebenbedingung in Hauptbedingung einsetzen. Das heißt, jetzt haben wir nur mehr eine Funktion in h. Die heißt r Quadrat minus h Quadrat mal Pi mal h Drittel. Dann viertens vereinfachen. Das heißt, wir haben gelesen, alle multiplikativen Konstanten können wir weglassen. Multiplikative Konstanten wären hier, schreiben wir vielleicht c für multiplikative Konstante, Pi Drittel, das können wir weglassen. Also heißt es, V von H ist R Quadrat minus H Quadrat mal H. Dann vereinfachen wir jetzt noch etwas weiter. Also R Quadrat mal H minus H hoch 3. Und dann jetzt fünftens Extremstellen suchen. Heißt ableiten nach h, es steht hier schön drinnen. Also r Quadrat ist eine multiplikative Konstante, die wird mitgezogen, h fällt weg, minus 3h Quadrat. Noch einmal ableiten, additive Konstanten fallen weg, minus 6h. Die erste Ableitung 0 setzen, 0 ist r Quadrat minus 3h Quadrat. Plus 3h Quadrat, 3h Quadrat ist r Quadrat, dividiert durch 3, h Quadrat ist r Quadrat Drittel, die Plus- und Minuswurzel, aber Minus brauchen wir nicht, denn es gibt nur positive Höhen, r durch Wurzel aus 3. Das wäre jetzt unsere Höhe. Wir haben gar keine Definitionsmenge gemacht. Sehe ich gerade, also nicht vergessen, Definitionsmenge für unser h überlegen. Es muss auf jeden Fall eine positive Zahl sein, das ist unser h sicher. Dann müssen wir es noch in die zweite Ableitung einsetzen. Und zwar, wir setzen ein r durch Wurzel aus 3. R durch Wurzel aus 3 und erhalten minus 6 mal R durch Wurzel aus 3, was sicher eine negative Zahl ist und das wollten wir ja auch. Es soll ein Maximum herauskommen, das passt uns und wir können noch den Radius berechnen, indem wir in die Nebenbedingung einsetzen. R ist R Quadrat minus R Quadrat Drittel. Die Wurzel, also r mal die Wurzel aus 2 Drittel. Und dann könnt ihr euch noch selbst die Antwort dazu geben. So, das wäre jetzt zum Mittenschnitt. Im nächsten Video sehen wir dann den Diagonalschnitt. Ich hoffe, ich konnte euch soweit weiterhelfen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch auch noch mit anderen Videos zur Seite stehen kann. Ciao und auf Wiedersehen. Bis nächstes Mal, eure Mathe-Trainerin.